Die Schwabengängerei oder genauer die Schwabenkinder. Ein Phänomen, das vor allem den alamannischen Alpenraum betraf. Schwabenkinder waren Buben und Mädchen zwischen ca. 6 und 14 Jahren, die aus den österreichischen Gebieten Tirol und Vorarlberg, aus dem Südtirol und der Ost- und Südostschweiz nach Oberschwaben verkauft wurden, um von Frühling bis Herbst bei Bauern zu arbeiten. Hauptgrund war die bittere Armut in den Gebieten südlich und östlich des Bodensees, allen voran in den österreichisch-schweizerischen alpinen Gebieten, wo Böden und Ackerflächen nicht ertragreich genug waren, um alle Münder zu stopfen. Oberschwaben hingegen galt viele Jahrhunderte als Kornkammer des Alpenraums und Großbauern suchten stets händeringend nach Arbeitskräften. So machten sich die Kinder jeweils in Gruppen, meist in Begleitung eines Erwachsenen, auf den Weg an das deutsche Nordufer des Bodensees. Ein Weg, der je nach Heimatdorf bis zu 250 Kilometer lang war, der nicht nur zu Fuß und mit schlechtem Schuhwerk zurückgelegt werden musste, sondern auch zum Beispiel über den Arlberg im Westen Österreichs, der im März meist noch meterhoch mit Schnee bedeckt war. An den Zielorten Ravensburg und Friedrichshafen fanden dann die Kindermärkte statt. Ja, die Kindermärkte, wo die oberschwäbischen Bauern um die Jungen und Mädchen feilschten. Suchten sich doch dort die Bauern die Kinder aus, die auf ihren Höfen arbeiten sollten. Eine Szene, die auch im Städtischen Museum in einer eigenen Schwabenkinderausstellung thematisiert wird. Hey du, kannst du Kinder hüten? Ja. Waschen, putzen und kochen, kannst du auch? Jawohl, Herr. Für 60 Mark nehme ich dich mit. Der erste schriftliche Beleg dieser Schwabengängerei geht auf das Jahr 1625 zurück. Und diese Kindermärkte fanden bis Ende des Ersten Weltkrieges in Süddeutschland statt. Die unorganisierte Form, also mit Privatvermittlern zwischen den Familien und den Großbauern, ging noch bis kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges weiter. Wie viele letzten Endes davon betroffen waren, lässt sich nur grob schätzen. 1836 beispielsweise berichtete eine Quelle, dass aus dem Montafon, einem langen Tal im südlichen Vorarlberg, etwa 700 Kinder und damit fast die halbe Bevölkerung auswanderte. Ab 1850 sollen es noch etwa 800 Kinder aus den österreichischen Gebieten gewesen sein. Einige Schätzungen, allen voran zu den Hochzeiten im 19. Jahrhundert, gehen von insgesamt 4000 Schwabenkindern jährlich aus. Gemessen an den mindestens drei Jahrhunderten, in denen die Schwabengängerei zum traurigen Alltag gehörte, wird die Zahl jenseits der 100.000 Kindersklaven liegen. Dass die Schwabengängerei aufgehört hat, hatte nichts mit humanitärem Fortschritt oder dergleichen zu tun. 1908 haben US-amerikanische Medien über die Kindermärkte in Deutschland berichtet und für weltweite Empörung gesorgt. Auch die betroffenen Staaten in Mitteleuropa waren empört. Effektiv geändert hat sich allerdings nichts für die Kinder. Und es ist rückblickend schon besonders beschämend, wenn ausgerechnet die USA uns Mitteleuropäern in Fragen von Menschenrechten und Sklaverei berechtigt die Leviten lesen konnte. Eine Zäsur stellte der Erste Weltkrieg dar. Die Soldaten, die eingezogen wurden, wurden meist durch ihre eigenen Kinder an den Bauernhöfen und in den Handwerksstuben ersetzt. So, dass aus dem damaligen Österreich-Ungarn fast keine Kinder mehr nach Oberschwaben geschickt wurden. Die organisierte Schwabengängerei endete 1915, als die Kindermärkte abgeschafft wurden. Nichtsdestotrotz wurden aber nach dem Ersten Weltkrieg wieder vermehrt Kinder nach Oberschwaben geschickt und das war kurze Zeit dank eines rechtlichen Schlupflochs noch möglich. Denn obwohl in allen betroffenen Staaten die Schulpflicht herrschte, galt die Schulpflicht in Baden-Württemberg nicht für ausländische Kinder. Das änderte sich erst 1921, als die Schulpflicht auch auf ausländische Kinder, also auch auf Österreicher und Schweizer, ausgedehnt wurde. Danach ging die Zahl der Schwabengänger rapide zurück. Unorganisiert und illegal gab es aber, wie bereits vorhin erwähnt, bis kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch Schwabenkinder. Die körperlich stärkeren Buben ließ man bis zur Erschöpfung arbeiten, 16, 17, 18 Stunden am Tag. Die Mädchen erfuhren nicht selten aber ein noch schlimmeres Schicksal. Regina Lampert schrieb als 70-Jährige ihre Jugenderinnerungen auf und hinterließ so ein authentisches Zeugnis über die Schwabengängerei. Und sie berichtete auch über ein weitgehend tabuisiertes Thema, nämlich sexuelle Übergriffe auf die Kinder. Es gab Mädchen, die schwanger zurückgekommen sind aus dem Schwabenland. Und
Darüber wurde natürlich nicht berichtet. Das hat niemand erforscht. Das hat irgendwie auch zum normalen Leben gehört. Und es waren oft nicht der Bauer selber, sondern das Gesinde, die Knechte und die Mägde. Also was hier passiert ist, das entzieht sich unserer Kenntnis. Wir können aber das annehmen, was wir heute feststellen, dass das gar nicht so selten vorgekommen ist, nur weil wir nichts davon wissen. Besonders hart traf es auch die rätoromanischen Kinder aus dem Kanton Graubünden. Sie mussten nicht nur zu Fuß einen weiten Weg zurücklegen, sie hatten es zudem mit Rätoromanisch als Muttersprache noch schwerer als die Schwabenkinder aus Tirol und Vorarlberg. Ich denke, dass es für die Kinder aus romanischen Gegenden natürlich die Schwierigkeit gegeben hat mit der Sprache. Dass sie, wenn sie das erste Mal gingen, einfach nichts verstanden haben, sagen wir mal die ersten 3-4 Wochen. Und dass sie deswegen vielleicht auch mehr bestraft wurden oder ausgehänselt, weil sie einfach nicht wussten, was sie zu tun hatten. Vielleicht haben sie auch mal Schläge gekriegt. Erst seit etwa 25 bis 30 Jahren wird die Schwabengängerei wissenschaftlich und gesellschaftlich aufgearbeitet und es liegen noch viele Jahre der Forschung vor uns. So sollte aber gerade der alamannische Raum der deutschsprachigen Staaten keine Mühen scheuen, dieses Unrecht an Schutzbefohlenen aufzuarbeiten, denn diese Sklavenmärkte fanden teils statt, als schon alle drei Staaten, also die Schweiz, Österreich und Deutschland, keine Monarchien mehr waren, sondern erstmals Demokratien. Und die Aufarbeitung ist wichtig, um zu verstehen, dass Menschen, die dieses Unrecht erdulden mussten, keine ferne Vergangenheit sind, sondern teils noch heute leben. August Dorn ist eines der letzten der sogenannten Schwabenkinder, die heute noch leben. 1940 musste er als 10-Jähriger zu einem Bauern in Süddeutschland, um dort zu arbeiten, sowie unzählige Kinder aus Teilen Österreichs und der Schweiz in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor. August Dorns Schicksal war der Tod der Mutter wenige Monate nach der Geburt der jüngsten Schwester. Ja, wie gesagt, das Kind ist 10 Monate alt und da ist die Mutter gestorben. Und das war im November 1939. Und darum bin ich am 6. März 1940. Was hat der Vater wollen tun? Wie hat man halt das Schwabenland da? Ja, mein Gott, am Vater, man hat an einem Abend viel geweint. Oder? Also, weil es Heimweh, das fehlt einfach. Wenn man vorher von 3-4 Geschwistern wegkommt, gell? Und zumal ist niemand mehr da. Und dann auf einem Bauernhof, da wo eh niemand war, oder hat ja niemand geredet mit mir. Oder ich habe mich nur mit den Kühen habe ich halt dann geredet. Ne, oder die haben dann nur noch so drei angeschaut. Gell. Am Montag habe ich bei dem Bauern Mittag essen. Und am Dienstag habe ich bei dem Bauern Mittag essen und am Mittwoch im Dritten. Und der, weißt du, hat 4-5 Mal gegangen, gell, damit wir überhaupt zum Leben kamen.